Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem DAF-Interview. Die Aktienmärkte mussten nach der Rede von Fed-Chef Ben Bernanke weltweit einen Dämpfer hinnehmen. Und die Frage ist jetzt, wie es hier weitergeht. Darüber spreche ich mit dem Schweizer Investor Marc Faber. Er ist Herausgeber und Verfasser des Gloom, Boom and Doom Reports. Herr Faber, sehen Sie jetzt im Moment eine akute Crash-Gefahr an den Aktienmärkten? Ja, im Moment glaube ich eher, dass wir eine Korrektur haben könnten. Aber möglicherweise ist die Korrektur dann etwas größer, als man erwartet. Und das habe ich schon seit einiger Zeit gesagt. Wenn die Korrektur nicht anfangs dieses Jahres kommt und die Märkte weiterhin steigen, dann könnten wir ein Szenario haben wie im Jahre 1987. Da ist der Dow Jones um 41% gestiegen zwischen Januar und dem 25. August 87 und dann ist er gefallen um 40% innerhalb von 2 Monaten und an einem Tag um 21% an einem Tag. Also 21% heute wäre ein Kurseinbruch beim S&P von rund 300 Punkten. Halten Sie denn die Wahrscheinlichkeit für ein solches Szenario? Ja, also schauen Sie, bei Finanzmärkten weiß man einfach nie. Aber was mich also schon etwas stört, ist, dass die ganze Welt jetzt glaubt, dass Aktien steigen werden, nicht wegen einem guten Wirtschaftsausblick, nicht wegen zunehmender Arbeitsplätze und so weiter, sondern weil die Federal Reserve weiterhin Geld drucken wird. Und wenn alle gleich denken, wäre ich also sehr vorsichtig. Also aus technischer Sicht ist ein nachhaltiger Ausbruch auf jeden Fall möglich. Könnten wir da nicht auch am Anfang eines großen Bullenmarktes stehen? Nein, das glaube ich nicht, denn der Bullmarket begann am 6. März 2009, als der S&P bei 666 war. Also wir sind bereits sehr stark gestiegen und in Asien haben wir viele Märkte, die sind schon um das Vierfache gestiegen. Also dass wir am Anfang einer Ose stehen, ist also sicher nicht der Fall. Aber wir könnten im Endstadium einer Ose sein. Wie Nasdaq am 1. Januar 2000 ist noch um 30% gestiegen bis zum 21. März. Und dann sind wir sehr stark gefallen. Also ich würde sagen, ein Einbruch kommt schon. Aber die Frage ist, von Dow Jones 15.000 oder Dow Jones 150.000 oder Dow Jones 1,5 Millionen. Sie können ja einmal nachschauen, wie sich die Aktien während der deutschen Hyperinflation bewegt haben. Herr Faber, wir haben ja schon über das Gelddrucken gesprochen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Realwirtschaft. Wie sieht es denn da im Moment aus? Gehen Sie immer noch davon aus, dass die Wirtschaft bzw. die Weltwirtschaft erneut in eine Rezession abdriften wird? Ja, also ich würde sagen, sicher ist Europa in Rezession, wenn die Statistiken richtig gemessen würden. Dann wäre Europa also sicher in Rezession. Und in Amerika, ob sie ein 2%iges Wachstum haben oder kein Wachstum, das ist auch statistisch schwierig zu erfassen. Also ich würde annehmen, die Wirtschaft wächst kaum. In Anbetracht der gewaltigen Staatshaushaltdefizite und des Gelddruckens verhält sich die Wirtschaft ganz schwach in Anbetracht des Stimulus. Und ich würde sagen, in Asien, Singapur veröffentlicht relativ ehrliche Statistiken über die Wirtschaft. Aber sie haben auch eine Rezession im Moment. Das Bruttosozialprodukt schrumpft, die Industrieproduktion ist gefallen. Und ihre Inflationsrate ist rund 4,5%. Also wenn Singapur mit einer starken Währung eine rund 4%ige Inflation hat,
Wie kann es sein, dass Amerika weniger als 2% hat? Heißt es denn, Herr Faber, dass man die ganzen ausgewiesenen Statistiken doch mal eher kritisch hinterfragen sollte? Ich würde es sie gar nicht anschauen. Die Regierungen lügen doch alle. Sie können doch mir nicht sagen, dass alle Geschäftsleute unehrlich sind und alle Staatsangestellte ehrlich. Das ist ja der größte Witz. Herr Faber, Sie sagen ja immer, das A und O ist Diversifikation in diesen Zeiten. Sie haben 25% Ihres Vermögens in Aktien angelegt. Welche Aktien gefallen Ihnen im Moment ganz besonders gut? Ja, ich gebe da keine individuellen Tipps. Aber wie gesagt, ich habe rund 25% in Aktien, 25% in Immobilien. Das sind Direktanlagen und auch Immobilienbesitz durch den Besitz von, sagen wir, unter anderem REITs, REITs in Asien. Weil die bezahlen immer noch eine Rendite von rund 5-6%. Und dann habe ich, wie gesagt, habe Obligationen, aber die meisten sind eben Gesellschafts-, Unternehmungsdarlehen. Und die haben eben einen Charakter von Aktien. In dem Sinne, dass aus dem 2008 die Börsen gefallen sind, natürlich diese Obligationen von Unternehmungen auch gefallen im Preis. Also die Zinsen sind gestiegen, weil die Bonität dann sich verschlechtert hat. Tja, also Sie wollen keine konkreten Aktiennamen sagen. Dann frage ich mal ein bisschen allgemeiner, haben Sie denn auch europäische Aktien im Depot? Ja, eben vor einem Jahr, und das habe ich also des Langen und Breiten über das geschrieben. Vor einem Jahr hatte sich ja der S&P bereits mehr als verdoppelt. Aber die Börsen von Portugal, Frankreich, Italien, Griechenland, Spanien waren auf dem Niveau oder noch tiefer als im März 2009. Da habe ich mir gesagt, jetzt sind alle Leute so wahnsinnig negativ über Europa. Jetzt bietet sich eine Kaufgelegenheit in diesen Märkten. Seitdem hat sich Griechenland mehr als verdoppelt und die anderen Märkte sind so zwischen 30-40% gestiegen. Und ich halte diese europäischen Aktien immer noch. Ich habe auch gewisse Aktien in der Schweiz, hauptsächlich Pharmaaktien und auch Versicherungsaktien. Aber ich habe die Versicherung etwas reduziert. Aber eben, ich halte Aktien in Europa, zum ersten Mal in meinem Leben. Und haben Sie sich dann auch ein Limit gesetzt, zu dem Sie dann die Aktien auch wieder verkaufen möchten? Ja, wissen Sie, ich nehme an, ich weiß es nicht, kommt drauf an. Ich habe Ihnen gesagt, ich behalte rund 25% meines Geldes in Aktien. Und solange das auf diesem Niveau bleibt und wenn es fallen würde, würde ich eher dazu kaufen in Europa. Denn ich finde, die Bewertungen von Gesellschaften in Europa ist zum Teil tief. Marc Faber vom Gloom, Boom and Doom Report, Dankeschön für Ihre Einschätzung. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich fürs Einschalten. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.